Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unsere kleine Minmus-Länder hier getestet und hatten einige Probleme, sind im Weltall explodiert. Ich habe ein bisschen was angepasst, habe hier an der Oberfläche getestet und ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal los. Also 3, 2, 1, Liftoff. Das Ding ist ja immer noch extrem stark und leistungsfähig. Was mega cool ist, weil es wäre eigentlich eine richtig gute Trägerrakete, wenn man so überlegt. Vielleicht lässt sich da daraus sogar machen. Weil es hat natürlich in der Mitte den Antrieb, der hat rein theoretisch noch eine Zündung. Die haben alle noch eine Zündung, was natürlich mega gut ist. Bedeutet, man kann überlegen, ob man in Zukunft vielleicht aus dem Teil was machen kann. Muss man halt schauen, ob wie gut das funktioniert, ne? Wir schauen mal, dass wir langsam die Richtung ändern. Vorsichtig die Richtung ändern. Vorsichtig die Richtung ändern. Die Stufe ist auch schon fast leer, was? So, okay. Wie schaut's aus mit der Flugbahn? Ich habe die irgendwie stärker in Erinnerung. So, jetzt sollen wir Vollgas geben. Es explodiert sicher was, oder? So wie es hängt? Nee. Tut's nicht gut. Der Booster fällt jetzt dann gleich wieder zu Boden. Wie viel Schübe haben wir? 12 Stück. Okay, das sollte reichen. Schauen, dass wir langsam die Flugbahn anpassen können, vielleicht. Um flacher zu werden. Weil die Station hat leider auch nicht unbedingt die Stärke, die wir bräuchten für diese Flüge. Ist halt immer das Problem dann. Wir gehen auf 90.000 mal hoch. Schauen wir mal, das sollte die Hälfte des Tanks aufbrauchen. Aber dafür haben wir dann einen stärkeren Schub alleine, weil wir höher sind. So, okay. Jetzt richte dich mal Prograde aus. Wir sind aber schon ganz schön weit geflogen. Also, das Ding funktioniert echt gut eigentlich. Jetzt mal hier gucken, wie schaut das Debris aus. Alter, hier ist so viel Debris außenrum. Mal hier gucken, wie viel Müll hier einfach schon. Schaut euch das an, überall Müll. Obwohl ich gleich teilweise die sogar wieder zum Boden fallen müssten, wenn sie berechnet werden. Also die natürlich nicht, die fliegen ja Bahnen, die kommen gar nicht da in die Nähe. Aber es gibt eins, zwei, die auf jeden Fall die Oberfläche treffen müssten. Also ich glaube, wir können jetzt... Es ist wieder passiert. Es ist wieder passiert. Oder? Nee. Wir haben noch Verbindung. Okay, es ist irgendwas explodiert. Checken wir mal durch. Alles noch dran. Hat große Bumm gemacht, aber... Fliege, geh weg, du... Nee, Fliege? Ach, schaut noch alles gut aus aktuell. Na klar, wir müssen hier irgendwo den Einflussplatz machen, wenn es ordentlich ausschaut auch, ne? Hitzeschild, das ist alles da, was man braucht. So. Tuk, 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 tuk. Oder wir richten uns jetzt wieder auf Prograde aus. Bob und Filsman sind jetzt hier dabei.
haben wir denn jetzt hier alles drin? Shielding ist auch dabei, perfekt. Perfekto! Was denn hier? Ah, wollte gerade sagen, das ist komisch, aber das ist eigentlich nur mein... das FMRS hier, das man gar nicht braucht bei der Rakete. Ja, close bitte. Und ich würde sagen, wir machen einen Vollschub jetzt. Und schieben den Orbit ein bisschen weiter raus. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Also es muss jetzt eigentlich relativ flott gehen, hoffe ich. Ansonsten haben wir ein Problem. Komm schon. Fliege, geh mal weg, du nervst. Komm schon, du schaffst das. 300.000. Irgendwas ist doch schon wieder schief. Ich rieche es in der Nase. Da ist irgendwas schief. Ich muss die untere Stage wahrscheinlich nochmal vergrößern irgendwann. Also irgendwie verlassen die beiden zum Beispiel nicht mehr ihre Flugbahn. Okay. Das ist komisch. Aber ja, was wollen sie? So. Jetzt vergrößern wir noch schnell den Orbit. Dann bleiben halt die Teile... Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum hängt das zusammen? Warum? Hat doch nicht mal was miteinander zu tun. Ganz komisch einfach. Ganz, ganz komisch. So. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Das Ding hat auch was, kein Schub mehr. Scheiße. Mann! So, jetzt haben wir 1400 MS noch übrig. Wir öffnen die Türen. Und fahren die Solarpaneele aus. Da fliegt immer noch eine Sonde rum. Am Mond brauchen wir halt noch mehr Kraft, ne? Und beim Minmus brauchen wir halt nur viel Schub nach draußen als Ziel setzen. Add hier Manöver. Aber das kostet halt auch wieder so viel. Ich bräuchte eigentlich so viel Schub. War da nicht gerade irgendein Encounter? Also wenn ich so mache, bin ich echt dumm, weil dann fliege ich wieder in die Atmosphäre rein. Wieder zurück. So. Ich dann interferieren schaffe, lecker mir und... Oh, da fliege ich wieder. Fliege, geh mir... Fliege, geh mir nicht auf ins... Fliege? Alter, ich habe hier schon eine Hausfliege, die Bob heißt. Die geht mir gerade so tierisch auf den Sack. So, jetzt schauen wir mal. Ah, ne, das tut haben wir nicht. Das haben wir ja gar nicht. Dann gehen wir mal hier als Ziel setzen. Schauen wir mal, ob wir wenigstens dahin kommen. Ein Flug hin und zurück. Dies Vessel soll getestet werden. Enger Flyby. Alter Bob, geh mir nicht auf den Sack. Ja.
Kennt ihr das, wenn euch eine Fliege so richtig auf den Sack geht? Mir geht meine gerade richtig auf den Sack. So. Machen wir doch mal so einen Flug. Das hört sich doch ganz interessant an. Alter, mit einem doppelten Schleuderer raus aus dem Orbit. What? Okay, habe ich auch noch nicht geschafft. Dafür ist jetzt hier gerade irgendwas passiert. Komm schon, pass dich an. Alter, es werden immer mehr. Irgendwas, das sollte reichen. Okay, Manöver anpassen. Bob, geh mir nicht auf den Sack. Alter Bob. Ist eine Schubzeit von 56 Sekunden. Nolla die Waldfee. Hier vorspulen. Das erste Mal, dass der Länder im Flug getestet, Weitflug getestet wird. Ich will was wirklich, das, was wir wirklich oft verwenden können. Eigentlich ist ja das noch nicht so ausgereift, aber hey. Irgendwas hat der Booster, den müssten wir halt irgendwie schauen, dass man wieder... Ah, warte, fuck, stopp, stopp und Vollgas. Vollkommen die Zeit übersehen. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn der Boost hier vorbei ist und wir Richtung Mann unterwegs sind. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst übrigens einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.